Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um hitzefrei. Es ist bei euch auch so heiß, es ist nicht zum Aushalten, aber so geht's. Doch was muss man über hitzefrei wissen? In Niedersachsen und in vielen anderen Bundesländern ist das ganz einfach geregelt. Der Schulleiter entscheidet. Aber nicht in allen Schulen, sondern im Sek 1 Bereich, also bis Klasse 10 und in der Grundschule, da gibt es überhaupt hitzefrei. Im Sek 2 Bereich, also Berufsschule, Gymnasium, da gibt es überhaupt nicht. Was muss man noch wissen? In der Grundschule gilt verlässliche Grundschule. Das heißt, die Eltern können sich absolut darauf verlassen, das Kind kann in der Schule betreut werden. Das heißt, in der Schule gibt es eine Aufsicht und in der Schule gibt es Betreuung. Und zwar so lange, wie die Eltern es gewohnt sind. Ganz normal. Das bedeutet aber nicht, dass Unterricht stattfinden muss. Dann wird ein Betreuungsangebot angeboten. Wenn hitzefrei ist, dann können sich die Fachlehrer zusammen mit den Schülern schattige Ecken suchen oder zum Beispiel den Kellerraum nutzen. Dort kann es kühler sein. Schwierig ist es mit den Buskindern. Wer mit dem Bus zur Schule kommt, ist an feste Zeiten gebunden und darauf kann in der Regel bei hitzefrei nicht reagiert werden. Das heißt, die Kinder bleiben in der Betreuung oder in der Schule so lange, bis der Bus kommt. So, das Ganze ist nachzulesen in einem Runderlass aus 2013 oder 2015, ich weiß nicht so mehr genau. Und das Ganze gibt es wahrscheinlich in ähnlicher Fassung für viele, viele andere Bundesländer auch, weil ihr wisst ja, Schule ist Ländersache. Das heißt also, fragt euren Schulleiter, wenn es das nächste Mal soweit ist und dann gibt es vielleicht bei euch auch mal hitzefrei. Okay, das war's.